Dieser Clip erklärt die Einstellungen für andere Sprachen, andere Länder. Wenn man die Sprache umgestellt hat, erhält man beim Anmelden den Hinweis, dass man auch die Ordner umbenennen kann in die jeweilige Landessprache. Ich würde davon abraten, lasst es lieber bei der englischen Schreibweise. Da muss man sich nicht jedes Mal umstellen. Man kann dann auch anklicken, dass man das nicht wieder sehen möchte. Dann weiter mit den Systemeinstellungen. Wenn man die Sprachen laden möchte, zunächst über Systemeinstellungen gehen, dann kann man parallel auch schon mal nach Treibern suchen lassen. Beides dauert einen Moment. Dann kann man aus einer Vielzahl von angebotenen Sprachen die gewünschte oder gewünschten anklicken und auf Installieren drücken. Und dann wird man nach dem Systempasswort gefragt und dann werden die Sprachen nachgeladen. Hierzu muss man allerdings online sein, sonst funktioniert das nicht. Parallel hat jetzt die Treibersuche einen Hinweis erbracht. In dem Fall, da ich mit der VirtualBox arbeite, nur der Hinweis auf einen anderen Treiber. Das ignorieren wir, aber hier stehen dann oft auch für Modems, für Grafikkarten spezielle Hinweise. So, dann weiter mit den Sprachen. Das Ganze läuft jetzt eine Weile. Man muss natürlich dafür online sein, damit er einen Zugang hat. Parallel kann man zum Beispiel die Tastaturen unten über die Taskbar, rechte Maustaste auf das DE-Icon starten und kann dann eine andere Tastatur hinzunehmen oder auch löschen. Hier werden zum Beispiel für Französisch auch Untervarianten noch angeboten. Wir nehmen die ganz normale französische Tastatur. Man muss diesen Haken entfernen, sonst kann man, wenn er bei den Systemeinstellungen bleiben soll, keine Sprachen, keine Tastaturen hinzufügen. Ob man jetzt eine Flagge hat oder ob man das Länderkürzel hat, das ist dann eher Geschmackssache. Wenn man weitere System-Icons in die Taskbar einsetzen möchte, geht das hierüber. Das sind die bereits installierten. Über zusätzlich kann man dann diese noch auswählen, markieren, verschieben mit Up and Down auf der Leiste, also recht einfach. Sprache wird noch weiter installiert, das läuft noch eine Weile. In der Zeit gehen wir noch ein paar andere Sachen durch. Die Monitorauflösung kann man auch ändern. Da werden verschiedene Angebote auf Apply und Save drücken. Das ist wichtig, sonst merkt er sich beim nächsten Mal diese Einstellungsänderung nicht. Es gibt eine Vielzahl von Systemmöglichkeiten. Was auch ganz nützlich ist, das Monitor-Locking, das also mit Passwort abgeschaltet wird, ausschalten, sonst rennt der Lehrer immer von einem Schüler zum nächsten alle paar Minuten und gibt das Passwort ein, wenn er es nicht bekannt geben will. Auch nützlich die Drucker. Man kann dann entweder einen lokalen Drucker hinzufügen oder in dem Fall jetzt einen kleinen Netzwerkdrucker, der bei mir im Netz hängt, wird dann erkannt, sucht automatisch die Treiber. Dauert eine Weile und dann kann man, hat das gefunden und dann kann man den auch ganz normal im Netz benutzen. Also viele Dinge laufen bei Linux mittlerweile automatisiert, nur in ganz seltenen Fällen muss man dann wirklich noch sich um Treiberdetails kümmern. Bluetooth-Einstellungen, wenn einer mit dem Handy synchronisieren möchte oder viele andere Sachen sind also auch möglich. So, die Sprache ist jetzt installiert. Jetzt ändern wir die Reihenfolge. Momentan ist Englisch noch an der obersten Stelle. Wir holen jetzt Französisch nach oben, also unten anklicken die Sprache, linke Maustaste gedrückt halten, nach ganz oben ziehen, dort fallen lassen, erfordert ein bisschen Übung.
Und dann wird das, in dem Fall jetzt das Französisch, übers Englisch gestellt und mit Apply System-wide werden für alle Benutzer die Sprache auf Französisch gesetzt. Dasselbe mit den Währungen und Zeitformaten, Datumsformaten kann man auch dann auf Französisch ändern. Es werden leider nicht alle Varianten angeboten für Land und Währung. Da muss man halt das nächstliegende nehmen. Danke und ja, viel Spaß mit dem System.